Sind Sie Raucher? Raucherin? Frage: Wie oft haben Sie sich schon versucht, das Rauchen abzugewöhnen? Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal. Kurt Tucholsky hat einmal geschrieben, sich das Rauchen abzugewöhnen ist die leichteste Sache auf der ganzen Welt. Ich habe es schon 30 Mal versucht. Also Sie sehen, so leicht ist es gar nicht. Haben Sie sich schon vorgenommen, irgendwann mal abzunehmen? Haben Sie sich vorgenommen, etwas mehr für Ihre Fitness zu tun? Und haben Sie es auch durchgeführt? Haben Sie es auch gemacht oder haben Sie gute Ausreden gehabt? Heute kann ich nicht mit dem Rauchen aufhören, weil heute Abend bin ich wo eingeladen und da gibt sicher wieder was Gutes zu essen und da muss man rauchen, weil ein Essen, also nach dem Essen rauchen ist das Tollste, weil es ist ein tolles Gefühl. Oder eine Zigarre nach dem Essen zum Kaffee. Ja, für die Fitness, das geht überhaupt jetzt nicht. Die Fitnessstudio, das funktioniert nicht. Ich müsste ja so mindestens eine halbe Stunde, Stunde früh aufstehen. Funktioniert nicht, geht nicht. Ich brauche den Schlaf für meine Gesundheit. Und wie sieht es mit anderen privaten und beruflichen Zielen aus, die Sie sich gesteckt haben? Haben Sie die alle weiterverfolgt? Haben Sie sie erreicht? Denken Sie zurück an den Silvester des letzten Jahres. Was haben Sie sich denn vorgenommen für Sie, für das kommende Jahr? Haben Sie es aufgeschrieben oder haben Sie einfach nur, als Sie gefragt wurden, hast du was vorgenommen, gesagt, ja, ich habe mir irgendwas vorgenommen und vielleicht haben Sie auch was erzählt. Und nach 4 Monaten fragt Sie jemand, na, wie weit bist du mit deinen Zielen? Haben Sie total vergessen, was das für Ziele waren. Sehen Sie, wir alle leiden darunter, dass wir frustriert sind, weil wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht erreichen. Teilweise, weil wir es nicht angefangen haben, teilweise, weil wir nicht die Ausdauer gehabt haben, weiterzumachen bis zum Erfolg. Der Schlüssel liegt in unserer Motivation. Besser gesagt, zwischen diesen 10, 15 Zentimetern, zwischen Ihren beiden Ohren. Da ist der Schlüssel für Ihre Motivation. Und die gute Nachricht ist, meine Damen und Herren, in Ihrem Kopf sind Sie der Boss. Sie können anschaffen, was zu machen ist. Sie sind die Person, die sagt, heute bin ich zu müde. Sie sind die Person, die sagt, egal wie müde ich bin, ich mache es jetzt. Ich gehe noch aufs Fahrrad, ich gehe aufs Laufband, ich gehe noch mal in den Jogginganzug, quäle ich mich hinein und renne noch eine Stunde rund um die Häuserblocks. Die schlechte Nachricht ist aber, in Ihrem Kopf sind Sie der Boss. Und das ist deshalb die schlechte Nachricht für manche, weil Sie jetzt niemanden dafür verantwortlich machen können, dass Sie nicht begonnen haben, nicht weitergemacht haben, dass Sie Ihre Ziele nicht erreicht haben. Alle, die dann sagen, ja, die Umstände und der Markt und, alle, die das sagen, die schieben die Verantwortung für das Erreichen dessen, was sie sich vorgenommen haben, von sich. Und vergessen ganz, dass sie da oben ganz alleine der Boss sind, egal wie alt sie sind. Und wenn sie sich das nächste Mal etwas vornehmen, egal was es ist, dann denken sie daran, sie sind der Boss.